Zu einem neuen Video der Berufsschule 7. Wer meine Videos einigermaßen regelmäßig guckt, weiß, ich bin gerade dabei, eine Videoreihe zum Thema Pattern vorzubereiten und zu veröffentlichen. Und die wird auch weitergeführt, aber parallel dazu möchte ich noch eine weitere Reihe aufmachen. Und zwar aus gegebenen Anlass in den Prüfungen habe ich so das Gefühl, dass die Schüler nicht so immer beim Thema Algorithmus die notwendigen Punkte mitnehmen. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich parallel zu den offiziellen Pattern in Anführungsstrichen, also im Wesentlichen die Gang of Four Pattern, die auch gerne mal gefragt werden, noch auch Pattern oder nennen wir es mal Best Practices für Algorithmen zum Besten zu geben. Also im Wesentlichen Algorithmen, die hin und wieder mal drankommen und auch einigermaßen schematisch zu lösen sind. Und als allerersten Algorithmus habe ich mir hier den, ja, ich nenne es jetzt mal den Modulo-Algorithmus ausgesucht. Das ist nicht ganz korrekter Name, aber ich sage mal alle Algorithmen, wo Modulo einfach sehr hilfreich ist, oder nicht alle, sondern repräsentative Algorithmen. Und ich möchte es hier in dem Video eben zeigen, was man mit Modulo so alles anstellen kann und eben so ein paar so Codierungstricks zeigen, die ich in der einen oder anderen Prüfung schon mal gesehen habe. Bevor wir loslegen, muss ich, ja, ich sag mal, eine gewisse mathematische Basis schaffen. Und das werde ich jetzt erstmal stellvertretend für den Algorithmus in Dezimalsystem machen. Da wird es zwar sehr sinnlos erscheinen, weil wir das relativ schnell sehen, was wir da machen. Entscheidend ist aber, dass wenn dieser Algorithmus im Dezimalsystem funktioniert, funktioniert er auch mit allen anderen Basen. Also, folgendes Beispiel habe ich mir überlegt. Angenommen, wir haben eine Teilnehmerliste für, sagen wir mal, irgendeine Sportveranstaltung. Und in dieser Teilnehmerliste haben wir jetzt festgestellt, ja, wir haben 6 Männer, 5 Frauen und 2 Kinder. Und genau diese Zahlen brauche ich. Jetzt müssen wir eine weitere Einschränkung machen. Das werden wir dann sehen, dass es für die Informatik dann keine große Einschränkung ist. Aber für diese Liste wäre es das schon. Gehen wir mal davon aus, wir können maximal 9 Männer, maximal 9 Frauen und maximal 9 Kinder aufnehmen. 9 deswegen, weil das die größte Zahl mit einer Stelle ist. So, also, wir wollen jetzt eine Zahl ermitteln oder eine Zahl kreieren, eine einzige Zahl, in der diese 3 Ziffern 6, 5 und 2 kodiert sind. Also die 3 Ziffern möchten wir in einer Zahl haben. So, das muss alles nebeneinander stehen und das Simpleste ist jetzt einfach, ich sage, okay, ich nehme jetzt die 6 und packe sie da rein. Also angenommen, unsere Zahl wäre anfangs 0 gewesen, muss ich sie nur um 6 erhöhen, also diese Zahl 0 plus 6, dann steht da die 6 drin. Jetzt möchte ich die 5 da noch reinbringen. Jetzt kann ich Folgendes tun. Ich kann die 6 mit 10 multiplizieren. Damit rutscht die 6 jetzt um eine Dezimalstelle nach links. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt Platz geschaffen für 10 weitere Zustände, die ich additiv hinzufügen kann. Ja? Also ich habe entweder 0 Frauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 Frauen, die jetzt teilnehmen wollen. Und diese Zahl kann ich jetzt einfach hinzuaddieren. In unserem Fall sind es 5. Das heißt, die 5 wandert jetzt hier hoch und jetzt habe ich schon die 6 kodiert und die 5 kodiert. Und jetzt geht es genau so weiter. Das heißt, ich multipliziere jetzt wieder mit 10. Jetzt habe ich wieder Platz für weitere 10 Zustände gefunden oder geschaffen. Also kommt hier die 2 rein. Das heißt, die 6, 5, 2 steht jetzt für 6 Männer, 5 Frauen, 2 Kinder. Okay, so und nochmal, dieser Algorithmus ist jetzt natürlich im Dezimalsystem sehr, sehr einfach strukturiert und eigentlich erscheint unnötig, weil wir das einfach so hinschreiben können. Nur dieses so einfach hinschreiben kann der Rechner nicht. Der Rechner braucht einen Algorithmus und genau den haben wir jetzt festgelegt. Jetzt machen wir den umgekehrten Weg. Ich möchte die Ziffern wieder raus extrahieren. Und dazu müssen wir jetzt genau den gegenteiligen Weg gehen. Und hier hilft uns der Modulo-Operator. Ja, also ich möchte diese 2 heraus extrahieren und es geht, indem ich einfach Modulo 10 mache. Modulo 10 ist ja der ganzzahlige Rest der ganzzahligen Division. Das heißt, 652 geteilt durch 10 wäre
65, Rest 2, und das ist ja modulo. Okay, das heißt, die 2 haben wir raus extrahiert. Schreiben die dahin. Und jetzt müssen wir die nächsten Ziffern behandeln. Mit einer Division durch 10 bei ganzzahligen Datentypen, also bei Integer, kommt jetzt einfach die 65 raus. So, und jetzt kann ich genauso weitermachen. Modulo 10 ist die 5. Wir notieren die 5, dividieren durch 10. Jetzt bleibt die 6 übrig. Modulo 10, wir haben die 6 ermittelt und haben alle unsere drei Ziffern wieder draus extrahiert. Jetzt nochmal ein letztes Mal durch 10. Und wir sehen, aha, es ist keine Information mehr in unserer Zahl drin, ergo sind wir fertig. So, und das heißt, wir haben jetzt die 6, die 5, die 2 in eine Zahl kodiert und wieder rausgeholt. So, basierend darauf überlegen wir uns jetzt eine ja, etwas kompliziertere Aufgabenstellung. Und zwar möchte ich Folgendes tun. Den String Mike, also M-A-I-K, möchte ich jetzt auch in eine Zahl kodieren. So, der Punkt ist, jeder Buchstabe hat jetzt nicht, also jede Position in meinem Wort, sind ja Buchstaben, das heißt, jede Position hat 26 mögliche Zustände, also A bis Z. Nehmen wir mal Umlaute, scharfes S und den ganzen Kram raus. Einzig und allein die 26 Buchstaben. So, und jetzt mache ich exakt das Gleiche wieder. Jetzt muss ich natürlich noch Zahlenwerte zuordnen. Ja, das K ist jetzt in meiner ASCII-Tabelle die Position 10. Das I ist die Position 8. Das A ist die 0, was ja der erste Buchstabe ist. Und das M die 12. Das heißt, ich habe jetzt Zahlen von 0 bis 25, das sind meine 26 Zustände, und die kodiere ich jetzt genau so wieder rein. Als allererstes nehme ich die 12. Das ist mein linker Buchstabe. Die 12 packe ich dort rein. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich multipliziere jetzt nicht mehr mit 10, weil ich habe nicht 10 mögliche Zustände, die potenziell bei der nächsten Position kommen, sondern 26. Ja, also multipliziere ich mit 26. Das macht die 312. Jetzt kann man sagen, ja, Moment, aber ich habe doch nichts geschoben. Und die Antwort ist ja, im Dezimalsystem habe ich nicht geschoben. Aber wenn ich jetzt ein Zahlensystem mit 26 Zeichen schaffen würde, also ein 26er Buchstaben-Zahlensystem, dann würde ich mit dem mal 26 diesen Buchstaben M in diesem Zahlensystem eins nach links schieben. Das heißt, ich habe jetzt rechts wieder 26 verschiedene Zustände Platz. Dass ich das Ganze jetzt im Dezimalsystem nicht so deutlich sehe, ist erstmal komplett egal. Entscheidend ist, wenn ich mit 26 multipliziere, habe ich Platz geschaffen für 26 neue Zustände. So, jetzt füge ich das A hinzu. Das A hat ja die Repräsentation 0, also 312 plus 0 gibt 312. Wir multiplizieren wieder mit 26, schieben unsere Zahlen, unsere Zeichen nach links. Der nächste Buchstabe kommt, das ist die 8, die wird hinzugefügt. Wir schieben wieder und fügen die letzte Zahl, also den Buchstaben K, hinzu. Das wäre jetzt die Zahl, die für das Wort Mike steht, und zwar als Integerzahl kodiert. Das Ganze programmieren wir jetzt mal und gucken, ob wir das kodieren und vor allem wieder dekodieren können. Also, wir schreiben ein kleines Unterprogramm, das heißt getCode, kriegt einen String mit den Buchstaben, die wir kodieren wollen. Wir initialisieren unseren Code mit 0 und gehen jetzt alle Buchstaben links beginnend durch. Also genau wie in unserem manuellen Beispiel.
So, als erstes multiplizieren wir gleich mit 26. Das ist an der Stelle jetzt kein Problem, weil wir mit 0 initialisiert haben. Das heißt, die erste Multiplikation schiebt hier gar nichts. Und jetzt addiere ich meinen Wert hinzu. Ich nehme einfach den Charakter und ziehe den Charakter A ab. Das heißt, A ist die 0, B ist die 1, C ist die 2 und so weiter. Das heißt, hier habe ich jetzt die Abbildung meiner Character Codes A bis Z zu den Zahlen 0 bis 25 gemacht. Und das ist der ganze Algorithmus. Das ist genau das, was wir vorhin gemacht haben. Unten gebe ich dann den Code zurück. Die Dekodierung mache ich jetzt eben genau den umgekehrten Weg. Ja? Das heißt, ich bekomme den Code als Parameter. Ich initialisiere jetzt meinen Rückgabewert mit einem Leerstring. Den baue ich jetzt Schritt für Schritt auf. Und sage jetzt, solange im Code noch was drin ist, sind ja noch Informationen vorhanden, also muss ich weitermachen. Okay. Hier müssen wir nur aufpassen, dass wir dann nicht vergessen, wirklich den Code zu verändern, sonst haben wir eine Endlosschleife gebaut. Hier passiert jetzt Folgendes. Ich sage jetzt mit Modulo 26, ich schneide mir jetzt genau das, was ich vorher additiv hinzugefügt habe auf der rechten Seite, wieder raus. Ja, also die 26 sorgt jetzt dafür, das Modulo, dass ich jetzt den letzten hinzugefügten Zustand raus extrahiere. Dort bekomme ich jetzt eine Zahl zwischen 0 und 25. Ich erhöhe das um meinen ASCII-Wert von A. Das heißt, meine 0 würde jetzt wieder auf A abgebildet werden, die 1 auf B, die 2 auf C und so weiter. Und das Ganze hänge ich jetzt entsprechend an der linken Seite an meinen Ausgabestring ran. Jetzt verkürze ich das Ganze wieder. Das heißt, jetzt schiebe ich die rechte Position meines Buchstabens raus. Ja, das passiert jetzt, wie gesagt, im Dezimalsystem erstmal, aber wenn ich das transferieren würde in ein 26er-System, dann würde ich hier entsprechend den Wert wieder, also den letzten Buchstaben einfach abschneiden. So, am Schluss gebe ich das Ganze noch zurück. Ich rufe das mit dem String Mike auf. Ich übernehme den Code in die Rückkonvertierung und gebe den ganzen Kram dann wieder aus. Okay. Jetzt rufen wir das Ganze einfach mal auf. Und wie wir sehen, bekommen wir genau den Code, den wir vorhin ermittelt haben. Und bei der Rückkodierung steht natürlich jetzt wieder der richtige String drin. Damit haben wir jetzt tatsächlich eine Möglichkeit geschaffen, unsere Buchstaben, unsere 26 Buchstaben, möglichst komprimiert in eine Dezimalzahl reinzukodieren. Jetzt gibt es noch ein kleines Problem, und zwar die führende 0. In unserem neuen Buchstabenzahlensystem ist das A ja die 0. Und wir wissen ja alle, wenn wir jetzt eine Zahl haben, also was weiß ich, die 125 beispielsweise, könnte ich vor der 125 beliebig viele Nullen hinschreiben, die schreibt man aber nicht. Und genau dieses Problem haben wir in unserem Code jetzt auch. Und dazu tausche ich jetzt mal den String, den Eingabestring aus. Das Wort Eiche ist mein Nachname. So, das heißt, der erste Buchstabe ist jetzt ein A, also in der Codierung eine 0. Jetzt lassen wir das mal wieder rennen. Und wir sehen, hoppla, die führende 0 ist jetzt einfach weggeflogen. Und das liegt schlichtweg daran, dass wir unseren Code mit der 0 initialisiert haben. Das multiplizieren wir jetzt mit 26. Also die erste Multiplikation ist obsolet, weil 0 mal 26 gibt 0. Im ersten Durchgang schreiben wir jetzt aber in Code die 0 rein. Mein A war ja die 0. Das heißt, im zweiten Durchgang wird jetzt an der Stelle in Code wieder die 0 mal 26 stehen. Das heißt, der erste und zweite Durchgang unterscheiden sich nicht. Und das ist schlecht. Um das Ganze jetzt richtig hinzudrehen, machen wir jetzt Folgendes. Wir initialisieren jetzt unseren Code nicht mit 0, sondern mit 1. Ja, so, und dadurch verschwende ich zwar 26 mögliche Zustände, aber für die Information, wie breit sozusagen mein Code ist, muss ich dieses Opfer eben bringen. Die einzige andere Möglichkeit,
oder die einzig einfach umsetzbare andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, ich weiß, dass mein String immer so und so viele Buchstaben hat und dann fülle bitte vorne mit A's auf, was jetzt für irgendwelche technischen Codes sinnvoll wäre, aber für Buchstaben eben nicht oder normale Wörter. So, also ich initialisiere mit 1 und muss dann natürlich auch sagen, okay, ich dekodiere so lange die 1, eine Zahl drin ist, die größer als 1 ist. Weil sobald ich mit meinem Code auf der 1 bin, weiß ich, ja, ich habe alle Informationen, die ich durch das Addieren und Schieben, also mit der Multiplikation schieben, reingepackt habe, sind ausgelesen worden. Ne? Vorher haben wir das mit der 0 gemacht, jetzt halt mit der 1. So, wenn wir das Ganze laufen lassen, kommt jetzt natürlich eine andere Zahl raus, logischerweise. Die ist natürlich größer, weil wir ja 26 Stellen in Anführung oder Zustände verschwendet haben durch die 1, aber die führende A, das führende A ist jetzt dabei. Der Algorithmus mit unseren Buchstaben hat jetzt eine implizite Einschränkung. Und zwar jede Position meines zu kodierenden Strings war ja ein Buchstabe. Das bedeutet, jede Position hat potenziell 26 Zustände. Ne? A bis Z. Jetzt gibt es aber auch Notwendigkeiten, nicht Werte zu kodieren, die, ich sag mal, unterschiedliche Zustände haben. Und da habe ich mir jetzt einfach mal ein Datum überlegt. Beim Datum haben wir ja das Jahr mit, sagen wir, 0 bis 9.999 Werten, also 1000 oder 10.000 Zustände. Das Monat hat 12 Zustände, ja, Monat Januar bis Dezember. Und die Tage gehen maximal bis 31. Okay, das soll jetzt neue Herausforderung sein. Also ich habe jetzt meine Methode getCode und ich übernehme jetzt einfach mal 1 zu 1 das Jahr. Ja, das übernehme ich einfach. Hier habe ich jetzt die Problematik mit dieser Initialisierung nicht, weil ich einfach das Jahr 1 zu 1 reinpacke. Okay. Als nächstes sage ich, okay, als nächstes kommt der Monat. Der Monat ist maximal 12, also 12 Zustände. Also multipliziere ich mit 12 und schaffe jetzt somit Platz für 12 Zustände. Nachdem mein Jahr, ich sage jetzt mal garantiert, nicht 0 ist, kommt jetzt hier der Wert, habe ich hier die Problematik nicht mit irgendwelchen Initialisierungswert von 1. Das einzige Jahr, das nicht sauber funktionieren werde, wär das Jahr 0. Aber davon gehen wir jetzt mal aus, dass wir das nicht brauchen. So, jetzt habe ich, wie gesagt, durch die Multiplikation mit 12 Platz für 12 neue Zustände geschaffen. Und füge jetzt meinen Monat hinzu. Hier muss ich jetzt allerdings minus 1 rechnen, weil die Monate von 1 bis 12 gehen. Wir beginnen aber mit unserer Rechnung immer bei 0. Und von 0 bis 12 haben wir nun mal 13 Zustände. Den Monat 0 haben wir aber nicht, also schiebe ich alle um 1 nach links. Das heißt, meine Monate Januar bis Dezember sind es die Monate 0 bis 11, nicht 1 bis 12. Für die Kodierung ist es absolut ausreichend, weil bei der Dekodierung werden wir uns darum kümmern, dass die 1 wieder dazukommt. Für die Tage haben wir gesagt 31 Zustände, das heißt, ich mache da genau das Gleiche. Ich multipliziere mit 31 und unten ziehe ich dann auch wieder die 1 ab, weil die Tage ja nicht von 0 bis 30, sondern von 1 bis 31 gehen. Die Dekodierung sieht ja wieder genauso aus, halt invers. Das heißt, den Tag hole ich mir mit Modulo 31 raus, erhöhe um 1, damit ich wieder von 1 bis 31 rechnen kann. Dann dividiere ich durch 31, das heißt, ich schiebe wieder meine möglichen Zustände um 31 zurück. Dann Modulo 12, das heißt, ich extrahiere mir den Monat, auch hier wieder plus diese 1. Und wenn ich jetzt durch 12 dividiere, ist einfach das übrig, was ich initial reingesteckt habe, nämlich das Jahr. Jetzt rufe ich das Ganze mit 1971924 auf und lasse es laufen. Das heißt, ich bekomme hier 733.483 als Kodierungsziffer raus oder Zahl raus. Und wenn ich das Ganze dekodiere, kommt wieder der 24.09.71 raus. Also insofern, soweit passt das. Das sind,
wie gesagt, Möglichkeiten, wie man mit Hilfe von mathematischen Operationen eben Werte möglichst eng in eine Zahl rein kodiert. Jetzt gibt es noch eine weitere Kiste, die jetzt im Modulo mit dem Zusammenhang mit Modulo wichtig ist. Und zwar die Prüfzifferermittlung. Ja, bei einer Prüfziffer macht man es gerne so, dass man einfach die Summe aller Einzelziffern bildet. Ja, also 7 plus 3 und so weiter. Ich das Ganze ausrechne, kommt die 28 raus. Das ist jetzt meine Prüfziffer. Wie mache ich das? Im Prinzip hilft mir hier wieder Modulo. Ich kann jetzt hier mit Modulo 10 die Einerstelle raus extrahieren, weil die Zahl geteilt durch 10, da ist der Rest immer die Einerstelle, logischerweise. Mit der Division durch 10 schmeiße ich jetzt meine rechte 3 raus. Jetzt mache ich das gleiche wieder. Modulo 10, jetzt habe ich die 8 in der Hand. Wir schieben jetzt wieder alles nach rechts um eine Stelle. Wieder Modulo 10. Wir dividieren wieder. Ja, und jetzt wird's langweilig. Also das geht jetzt Schritt für Schritt genau den gleichen Algorithmus durch. Ich wollte einfach nur die gleiche Zahl nehmen, die aus dieser Datumsberechnung rausgepurzelt ist. Wir definieren wieder durch 10. Haben wir die 3. Wir dividieren wieder. Die 7. Auch hier müssen wir jetzt noch mit Modulo rechnen. Ein letztes Dividieren. Und jetzt kommt die 0 raus. Jetzt wissen wir, wir sind am Ende. Ja, wir haben keine weitere Information mehr, die wir kodieren können. Jetzt addieren wir die ganzen Werte. Und raus kommt natürlich die 28. Sehen wir uns das als Algorithmus an. Wir haben jetzt hier die Schleife, die einfach sagt, solange noch Ziffern in dem i drin sind, sind wir noch nicht fertig mit der Prüfziffernermittlung. So, jetzt erhöhen wir die Summe um die Einerstelle mit dem Modulo 10 und shiften jetzt das Ganze um 1 nach rechts. So, wir lassen es laufen und haben jetzt 28 als Prüfsumme. Mathematisch würde das jetzt die sogenannte Quersumme sein. Ja, das heißt, wir haben jetzt die Quersumme unserer Zahl. Und wenn ich jetzt sage, okay, wir haben 6 Ziffern, dann ist die maximale Quersumme 6 mal 9, nämlich 54. Die minimale Quersumme ist die 0. So, jetzt kann ich sagen, okay. Ich möchte jetzt aber eine einheitliche Größe meiner Prüfziffer haben. Ja, und zwar genau eine Stelle. Und jetzt kann ich Folgendes tun. Ich kann sagen, okay, die Prüfziffer ist ja sowieso nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Prüfung, ob der Wert exakt ist. Ja, das ist einfach nur, der Empfänger kann eine Prüfziffer bilden. Ich bilde eine Prüfziffer. Wenn beide die gleiche Prüfziffer haben, dann ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Datenübertragung korrekt gewesen. Ja, und wenn du jetzt die Wahrscheinlichkeit ausreicht mit nur einer Stelle, dann reicht mir in dem Fall tatsächlich die einer Stelle von der 28 aus. Und die kriege ich wiederum mit Modulo raus. Das heißt, an der Stelle kann ich jetzt die Checksum, die ich zurückgebe, wieder mit Modulo 10 bearbeiten und dadurch schneide ich mir jetzt hier schlichtweg die einer Stelle raus und die gebe ich zurück. Ja? Und entscheidend ist hier, dass die Checksum ja nur eine gewisse Sicherheit bietet, dass die übermittelten Daten korrekt sind. Ja, also die Idee ist, der Sender schickt eine Zahl und bildet von dieser Zahl die Checksum, schickt die mit, der Empfänger macht das Gleiche. Und wenn die Checksum vom Sender und vom Empfänger identisch sind, dann ist die Übertragung richtig gelaufen. Und das ist nur eine gewisse Sicherheit, eine gewisse prozentuale Sicherheit, dass es korrekt ist.
Und wenn mir, wenn man jetzt eben sagt, die Zahl oder die Möglichkeit der 10 Zustände, die ich jetzt durch die eine Stelle habe, reicht mir als Sicherheit aus, ja, dann kann ich eben das genauso machen und ich schneide mir den Wert aus und damit habe ich jetzt die 8 als Ergebnis. Und der entscheidende Punkt bei der ganzen Kiste ist jetzt, dass die Länge meiner Prüfziffer immer 1 ist. Ja? Vorher hat man die Länge 0 bis 2, ja, also was heißt die Länge 1 bis 2, muss man sagen. Die kleinste Zahl war 0, die größte war 54. Und hier kann ich jetzt sagen, meine Prüfziffer ist die 0 bis 9, also eine feste Länge. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, bei der anderen Möglichkeit hätte ich jetzt so zweistellige Prüfziffer nehmen können mit einer führenden 0, wenn es eben einstellig ist. Aber entscheidend ist, dass dieser Algorithmus eben mit dieser Modulo-Berechnung durchaus auch mal bei ja, geprüften Algorithmen drankommen kann. Und da haben wir jetzt eben gesehen, wenn ich eben eine Prüfziffer mit einer fixen Länge haben möchte, dann mache ich das einfach mit Modulo und dann habe ich den Wert entsprechend sauber ermittelt. So, das war jetzt das erste Video zu diesem Thema, ja, gängige Algorithmen, sage ich mal. Das war jetzt mit Sicherheit auch der komplizierteste Algorithmus, wenn man es so haben möchte. Ich plane noch drei weitere Videos zu anderen Standardalgorithmen. Vielleicht fällt mir im Laufe der Jahre dann noch ein fünfter ein, naja, in Summe fünf. Das wird sich zeigen. Aber wie gesagt, wichtig ist jetzt erstmal, dass man mit dem Video hoffentlich erkannt hat, wofür wir Modulo brauchen können. Und wie gesagt, sollte sowas in der Prüfung drankommen, wissen wir jetzt, wie es geht. Also, wie immer, dranbleiben und bis zum nächsten Video.